zu mir die beiden anderen hassen. Du bist, er sagte wörtlich, ich finde dich nicht gut, aber die beiden anderen hassen sich so, ich brauche einen Puffer. Und da dachte ich mir, das ist so wie wenn man zu Real Madrid kann und sagt, aber erst einmal trägst du die Tasche. Okay, da bin ich aber schon mal bei Real Madrid. Ne? Und so. Ich komme ja vom Theater, ja, und für mich war völlig klar, wie so ein Ensemble funktioniert. Mir war auch klar, dass ich hier als Gast erstmal schaue, wie es läuft, weil das sind ja alles nun Herrschaften, die schwer was können. Und so, aber es war so, ich kam, man kriegt so eine kleine Karte, die hält man an der Probebühne an die Tür ran, dann geht die Tür auf. Ich guckte, wie geht die Tür geht auf, es steht Marco Di Satia da. Ja. Ja? Sag hallo, können wir gleich mal ein Handy machen und ich bringe es auf Instagram, auf Facebook, auf den Film. Weiß ich, wo ist das okay? Ich sage, ja, selbstverständlich. Ich komme rein auf die Bühne, da steht Wolfgang Katzmann und sagt, eine Frage, würden Sie damals noch mal zum Freundeskreis der Staatsoper kommen? Ich soll nur anfragen. Ja? Also das heißt, ich war 2 Minuten da und war im Grunde bereits integriert. Ja. Und dann ist es ja für mich, also ich kenne ja einen Probenablauf, ja. Ich weiß ja, was ein Probenplan ist und eine Disco und dass man vielleicht auch mal eingestellt wird und nicht drankommt und so. Und mir hat es von Anfang an nur Spaß gemacht. Ja, das war auch wirklich der Grund. Thank you.